Hallöchen, willkommen zu einem weiteren Shadowcheck und zu einer, ja, ich sag mal speziellen Ausgabe, denn ich möchte heute einfach mal kurz was loswerden, komplett dabei ausrasten wahrscheinlich, tut mir schon leid, wenn ich komplett übertreibe, aber das muss alles mal raus und euch währenddessen einfach was zeigen, denn die Schattenlande, das Jenseits, die neuen Zonen sehen sowas von mega, mega mäßig, ultra krass, phänomenal, atmosphärisch, immersiv, geilomagico aus. Also ohne Witz. WoW hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr positiv entwickelt, was den Grafikstil angeht, in meinen Augen zumindest. Und Shadowlands schießt sowas von den Vogel ab, also sowas von. Mir kann niemand auf dieser Welt ein vergleichbares Spiel zeigen, was ansatzweise an diesen Grafikstil herankommt, den WoW hat, den es haben wird in Shadowlands. Es sieht so verdammt megamäßig geil aus. Immer wenn ich in der Beta unterwegs bin, wenn ich nach irgendwelchen Sachen suche, für irgendwelche Artikel oder Aufnahmen mache, für irgendwelche Videos, immer wenn ich einfach so durch die Welt laufe, könnte ich wirklich alle paar Schritte 20, 30 verschiedene Screenshots aus allen Himmelsrichtungen machen, weil es so megamäßig geil aussieht. Also es ist kaum in Worte zu fassen. Ich habe damals zu BFA ja schon mal so einen Battlecheck gemacht, wo ich auch einfach nur so über die Spielwelt geredet habe. Und da habe ich schon leidenschaftlich darüber erzählt, wie super gut Kul'Tiras und Zanala aussehen. Aber die Schattenlande sind nochmal ein sehr gutes Stückchen besser und ich dachte nicht, dass das überhaupt noch möglich ist. Ich hatte ja schon diese Zonenvorschau-Videos gemacht zu Shadowlands. Ich weiß, der Ardenwald fehlt immer noch, unverschämterweise. Irgendwann kommt er hoffentlich noch. Und da habe ich schon so ein bisschen eine Wertung abgegeben, wie hübsch das aussieht und so weiter. Und das muss ich wirklich komplett revidieren. Denn alles, was ich da gesagt habe, stimmt wahrscheinlich nicht mehr. Und das liegt daran, dass die Entwickler jetzt vor allem in den letzten Wochen mit den letzten Builds nochmal so viel an der Grafik herumgeschraubt haben, glaube ich. Es sieht alles so viel glatter aus, so viel runder, so viel effektvoller, so atmosphärischer. Im Ardenwald ist irgendeine Bombe oder so explodiert, fragt mich nicht, aber da fliegen so viele Objekte rum. Blütenblätter, Insekten, irgendwas Glitzermäßiges. Auf dem Boden sind Abermillionen von Pflanzen und Grashalme, die sich alle im Wind bewegen. Es ist echt unglaublich, was da passiert ist im Ardenwald. Ich war ja am Anfang echt so ein bisschen enttäuscht davon, aber das ist komplett weg, wenn ich in den Ardenwald gehe. Alter Falter. Das ist so beeindruckend, wenn man da durchläuft, durch diesen verzauberten Wald. Jetzt ist es wirklich dieser verzauberte Wald. Man hat wirklich das Gefühl, dass dort alles glitzert und glänzt und die Feen da ihre Arbeit verrichten. Einigen mag das vielleicht übertrieben vorkommen, aber ich finde, das passt alles so perfekt da rein. Die Bastion war schon am Anfang der Beta wirklich sehr hübsch anzusehen. Aber jetzt ist es noch viel, viel hübscher. Da sind viel mehr Effekte reingekommen und ich glaube sogar, dass sie jetzt so eine Art von Tag- und Nachtwechsel eingefügt haben, wenn man das so nennen möchte. Es gibt jetzt keine Nacht, aber es gibt so etwas wie einen Nachmittag, wo sich die ganze farbliche Umgebung so ein bisschen ändert. Von diesen goldenen, blauen Tönen geht es dann auf einmal in so einen orangenen, pinken Farbton hinein. Und wenn das passiert, hat man das Gefühl, dass man nochmal in einem komplett anderen Gebiet ist. In Ravendreth ist jetzt echt diese vampirische, gotische Atmosphäre auf 100% komplett vollkommen. Dieses ganze Schlossgelände, diese ganzen Türme und Häuser, die da über die Klippen ragen und in den Himmel emporsteigen, das ist so phänomenal. Also ich logge mich jeden Tag in diese Beta ein, in diese Alpha, seit wie lange? 4 Monaten bald. Ich suche nach Sachen für Artikel, ich mache Videoaufnahmen und ich bin null, also wirklich null gelangweilt von dem, was ich da sehe, weil es gibt einfach immer wieder was Neues, es passiert irgendwas Neues, es sieht so gut aus, ich verliere mich wirklich in dieser Spielwelt, was man ja eigentlich echt haben will, also das ist ja wirklich was Positives, wenn man sich in diese Spielwelt verliert und das hatte ich schon seit langer Zeit nicht mehr, das hatte ich am Anfang von BFA auch. Vor allem im Tiragarde sind, weil das für mich einfach die stimmigste Zone von allen ist, genauso wie Drust war. Aber das, was jetzt die Schattenlande bei mir auslösen, wenn ich da durchlaufe, ist nochmal echt auf einem ganz anderen Niveau.
Vielleicht liegt es auch daran, könnte ganz gut sein, dass ich mir vor einiger Zeit jetzt einen neuen PC geholt habe, ich WoW mit sehr guten Grafikeinstellungen spielen kann und jetzt auch eine höhere Bildschirmauflösung habe, einen größeren Bildschirm und ich deswegen so mega gut abgeholt werde. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich echt sagen, Leute, kauft euch bessere PCs, weil wenn ihr denkt, WoW ist gar nicht so schön, wie einige sagen, dann liegt es wirklich daran. Allerdings habe ich schon von anderen Leuten auch gehört, dass halt in den Schattenlanden die Farben nochmal viel kräftiger sind, dass es halt viel mehr Bewegung gibt, viel mehr, ja, diese lebendige Spielwelt, die man haben möchte, die kommt wirklich rüber und nicht nur, weil da irgendwelche NPCs und Tiere durchs Bild laufen, sondern weil sich halt einfach wirklich die Umgebung lebendig anfühlt. Die Bastion ist ja auch nochmal was ganz Neuartiges, das hatte ich ja schon damals in dem Zonenvorstellungsvideo gesagt, dass die Entwickler davor hatten, wirklich ein malerisches Landschaftsbild zu erschaffen. Und damals habe ich schon gesagt, das haben sie zu 100% geschafft. Jetzt kann ich sagen, sie haben es zu 1000% geschafft. Es sieht wirklich aus wie in einem Gemälde in der Bastion. Unglaublich. Nun muss ich natürlich sagen, dass ich ein Gebiet bisher außen vor gelassen habe, nämlich Maldraxxus. Und das liegt tatsächlich daran, dass mich die anderen drei Zonen viel mehr faszinieren. Maldraxxus hat seinen eigenen Stil. Es ist auch wirklich großartig, was da zu sehen ist, aber es ist halt eine karge Landschaft, so wie es eben halt in Maldraxxus sein sollte, diesem untoten Reich, wo es sehr matschig ist, sehr kahl, sehr zerstört. Aber auch da gibt es viele Stellen, die wirklich sehr detailliert aussehen, wo sehr viel passiert, wo die Atmosphäre sich verändert, weil mit Farben gespielt wird, die Bildschirmfarbe sich so ein bisschen ändert. Aber in den anderen Zonen ist man halt wirklich so die ganze Zeit 100% drin. Maldraxxus ist da nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem eine super Zone. Ihr erinnert euch vielleicht an früher, da kamen manchmal so Videos und Bilder raus von wegen, so sähe WoW in Unreal Engine aus. Damit meine ich aber nicht die Projekte, wo man versucht hat, WoW realistischer aussehen zu lassen, was bei mir zum Beispiel gar nicht so einen großen Anklang findet, weil ich diesen comichaften Stil von WoW sehr liebe. Aber ich meine wirklich die Projekte, wo man bei diesem Comic-Stil geblieben ist, aber das Ganze sah nochmal ein bisschen runder und hübscher aus, weil halt die Unreal Engine alles rausgeholt hat. Aber ganz ehrlich, jetzt kann ich sagen, WoW ist genau zu so etwas geworden, wovon man früher geträumt hat. Das Beste wäre natürlich jetzt, wenn die ganze Spielwelt so aussehen würde, also jegliche Zonen. Das passiert wahrscheinlich niemals, aber in den Schattenlanden haben wir diese Traumvorstellung von WoW, wenn es um meine Meinung geht, wirklich erreicht. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Es fehlt ja sogar noch eine entscheidende Zutat, nämlich die Musik. Bisher hat nur die Bastion eine Hintergrundmusik. Und bei allen anderen Gebieten ist nichts zu hören und wenn diese Musik endlich mal eingefügt wird, dann erhöht das erneut die Atmosphäre um sehr viele Prozente. Musik macht das Ganze einfach nochmal stimmiger und die Musik der Bastion passt so gut zu dieser Zone. Ich bin so gespannt, wie es sich im Ardenwald anhören wird, wie es sich in Ravendreth anhören wird. Also das wird mega geil. Ich hoffe, dass das bald geschieht. Es ist wahrscheinlich der aktuellen Weltsituation geschuldet, dass die Musik auf sich warten lässt. Aber wenn sie dann kommt, dann hoffentlich mit einem großen Paukenschlag. Wir wissen alle, Grafik und Atmosphäre ist nicht alles in einem Spiel. Es muss sich auch spaßig anfühlen. Das Gameplay muss stimmen, das sage ich ja immer wieder. Aber wenn die Grafik und die Atmosphäre stimmt, dann ist schon mal ein großer Teil des Gesamtpakets erreicht. In BFA stimmte das immer, dafür stimmte der andere Teil nicht. Und was dann passiert, das haben wir leider am eigenen Leib erfahren. Also, auch wenn ich hier so positiv und begeistert jetzt klinge, es muss halt ganz am Ende das Gesamtpaket stimmen. Wobei ich auch da sehr positiv aktuell eingestellt bin. Gibt es demnächst auch nochmal ein Video, was das Ganze nämlich dann noch zusätzlich geil macht und zusätzlich immersiv in meinen Augen, ist halt die Tatsache, dass die Entwickler offenbar doch nun wieder einen größeren Wert auf die RPG-Aspekte in diesem MMORPG legen. Was ich mir ja sehr gewünscht habe und wo ich nicht dachte, dass sie das tun werden, aber sie machen es. Und ich glaube, dadurch werde ich halt noch viel mehr reingeholt in diese Spielwelt, weil ich halt wirklich das Gefühl habe, ja, drin zu sein. Deswegen spiele ich auch so gerne mit ausgeblendetem UI und ich zeige auch immer alles in Videos, so gut es geht, mit ausgeblendetem UI, damit man einfach sieht, wie wunderschön alles aussieht, ohne UI, ohne nervige ablenkende Elemente.
Ich freue mich schon, mein UI für Shadowlands wieder einzustellen, so minimalistisch wie nur möglich, damit ich halt echt nicht abgelenkt werde von dieser traumhaften Spielwelt, die uns dort geboten wird. Und übrigens zähle ich da ja auch die Dungeons zu und die Raids zu, das sieht alles so geil aus. Aber ich höre jetzt mal auf, ich hoffe, ihr konntet dieses Video genießen mit den ganzen Landschaftsaufnahmen, die ich hier gemacht habe, in 4K, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das Video hier ist in 4K, schaut es euch also am besten nochmal an, falls ihr das Ganze nicht schon umgestellt habt, um wirklich die volle Ladung an Atmosphäre abzubekommen. Danke fürs Zuhören und vor allem Zuschauen. Ich muss jetzt auch wirklich sagen, teilt dieses Video mit euren Freunden, mit euren Bekannten, die auch WoW interessiert sind, um ihnen zu zeigen, wie megamäßig geil Shadowlands zumindest visuell aussieht. Schon allein deshalb würde es sich lohnen, die 50 oder 40 oder wie viel Euro zu bezahlen, um einfach durch diese Welt durchzugehen, die Story während der Levelphase zu erleben, was auch immer im Endgame dann passiert. Es lohnt sich schon allein deshalb. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!